Falls du dich immer schon mal gefragt haben solltest, ob du bei der Nachbearbeitung deiner Sprach- oder Gesangsaufnahmen besser einen Kompressor, der viel arbeitet, oder lieber zwei Kompressoren, die etwas weniger arbeiten, nehmen solltest, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und manche Fragen in unserer schönen Audiowelt haben ja schon fast einen religiösen Charakter. Ne? Zum Beispiel die Frage, die uns heute beschäftigt, auf Vocalaufnahmen, sei es Sprache oder Gesang, nehme ich einen Kompressor, der die komplette Arbeit macht, oder nehme ich lieber zwei Kompressoren, die sich die Arbeit teilen? Rein faktisch nehmen wir mal ein Beispiel, eine Gesangs- oder Sprachaufnahme, die zwischen der lautesten und der leisesten Stelle ungefähr 10 dB Differenz hat. Das heißt, du brauchst einen Kompressor, der ungefähr das hier einfängt, diese 10 dB. Das heißt, der muss schon eine ganze Menge malochen, um das wirklich auszugleichen. Dagegen könntest du ja auch zwei Kompressoren nehmen, die jeweils nur 5 dB abfangen. 5 plus 5 ergibt ja auch 10. Das heißt, die haben beide ein bisschen weniger Arbeit, teilen sich das. Und dann kann man das auf zwei Schultern quasi verteilen. Aber das Wichtigste bei der ganzen Theorie, die ich jetzt gerade erzählt habe, ist ja, wie klingt das Ganze? Das schauen wir uns auf jeden Fall gleich in der Session an. Ich habe da was vorbereitet, wo wir genau so ein File mal nachbearbeiten und dann auch anhören können, was dabei rauskommt mit einem oder mit zwei Kompressoren, und verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da geht es darum, wie ich normalisiere, also wann ich normalisiere, ob ich normalisiere und vor allem warum ich normalisiere. Auch eine weitere religiöse Frage fällt mir gerade auf, aber das machen wir dann gleich nach der Session. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und falls du noch nicht Abonnent von diesem Kanal sein solltest, dann wäre doch jetzt die beste Gelegenheit, mal hier eben schnell auf diesen Abo-Knopf zu drücken und dann daneben nicht die Glocke vergessen, denn dann kriegst du auch einen Hinweis, wann das nächste Video rauskommt oder wann ich mal wieder live mische, denn da gibt es auch eine ganze Menge zu sehen. Wenn ich so 2, 2,5 Stunden am Stück mal live mische, da kommt auch einiges zusammen. Also, jetzt aber rüber in die Session und los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich habe hier mal eine kleine Passage vorbereitet, die ich gelesen habe aus diesem Buch hier, der kleine Phrasendrescher von Kester Schlenz und Till Hoheneder, zwei Freunde von mir, die dieses tolle Buch rausgebracht haben, in dem es darum geht, dass der Mann von heute ja gerne sülzt, wie heißt das, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, und wenn du die richtigen Phrasen dafür brauchst, um richtig zu glänzen in irgendwelchen Smalltalk-Situationen, bist du mit diesem Buch perfekt aufgestellt, kann man sich auch aufs Klo liegen. Link unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, zwei Freunde von mir, und ich habe mal diese Passage, die wir uns mal kurz anhören, daraus vorgelesen. Männer reden gerne schlau über Aktien. Nicht weiter verwunderlich bieten doch die hochkomplexe Finanzwelt und ihre nur schwer zu durchschauenden Gesetzmäßigkeiten vielen Angebern immer noch exzellente Möglichkeiten, um reichlich Schaum zu schlagen. So sieht's aus. Darum geht's in diesem Buch. Und die Passage, die ich jetzt hier eingelesen habe, die ist schon recht dynamisch. Schauen wir mal hier vorne kurz drauf auf die Wellenform. Da siehst du, dass es hier schon deutlich mehr Ausschlag gibt in der Wellenform, als zum Beispiel hier in diesen Passagen, wo ich da relativ gleichmäßig gelesen habe. Also Grund genug, einen Kompressor draufzuladen. Und ich habe einen Kompressor auf diese erste Spur draufgeladen, der 10 dB an der lautesten Stelle komprimieren soll. Das ist jetzt hier vorne. Ne? Da soll der 10 dB reduzieren, mit der Absicht einfach, dass ich hier auf der einen Spur an der lautesten Stelle 10 dB reduziere und auf einer parallel dazu laufenden Spur mit zwei Kompressoren arbeite, die jeweils 5 dB komprimieren sollen an der Stelle. Und wir schauen zunächst einmal hier in die Kompressornadel rein, die signalisiert ja quasi, wie der Kompressor arbeitet, und ich erkläre dir kurz vorher, wie ich den Kompressor eingestellt habe. Ich habe hier den Threshold so eingestellt, dass eben bei dem ersten Wort, bei diesem Männer, was ganz am Anfang der Passage kommt, dass da bis zu 10 dB komprimiert werden. Dann habe ich die Ratio auf 4 zu 1 eingestellt. Logic macht da witzigerweise immer 3,9 zu 1 raus, aber das ist mir wurscht, also ungefähr 4 zu 1. Und ich habe das Make-up-Gain dann eben auf diese 10 dB eingestellt. Also ich hole dann quasi diese 10 dB wieder auf, die ich ihm ja durch die Kompression genommen habe. Release, Attack-Zeit und alle anderen Regler habe ich nicht angefasst. Auch kein Auto-Gain eingestellt, gar nichts irgendwie. Wie gesagt, Threshold eingestellt, Ratio auf 4 zu 1 und dann das Make-up-Gain jeweils auf das, was komprimiert wird, auch wieder auf oben drauf gelegt. Und das habe ich bei der anderen Spur auch gemacht. Da habe ich nur zwei Kompressoren draufgepackt und den Threshold so eingestellt, dass beide Kompressoren jeweils 5 dB reduzieren und dass dann Make-up-Gain quasi auch auf 5 dB steht. Also 2x 5 dB reduzieren ist 10 dB reduzieren und 2x 5 dB wieder aufholen ist 10 dB oben drauflegen. Die Rechnung ist relativ einfach. Bei allen ist das gleiche Kompressionsverhältnis von 4 zu 1 eingestellt. Also schauen wir mal, was passiert. Und wir
gucken am besten mal direkt gegeneinander. Das heißt, ich mache von dem anderen Kanal, mache ich mal hier die beiden Kompressoren auch an. Die muss ich nur eben kurz positionieren, damit wir sie gleichzeitig sehen können. So, das sind, den schiebe ich noch ein kleines bisschen nach oben, den einzelnen. Oben ist jetzt also der einzelne Kompressor, der bis zu 10 dB reduziert. Und unten sind die beiden Kompressoren, die jeweils 5 dB reduzieren. An der lautesten Stelle wohlgemerkt. Ne? Das heißt also, an der lautesten Stelle reduzieren beide im Verhältnis das Gleiche. Aber an den leiseren Stellen, da wird sich wahrscheinlich der Unterschied dann zeigen. Und wir schauen mal, ich guck mal als erstes auf die erste Spur mit dem Einzelkompressor und wir gucken mal, was da passiert, wenn wir abfahren. Männer reden gerne schlau über Aktien. Nicht weiter verwunderlich bieten doch die hochkomplexe Finanzwelt und ihre nur schwer zu durchschauenden Gesetzmäßigkeiten vielen Angebern immer noch exzellente Möglichkeiten, um reichlich Schaum zu schlagen. Und man sieht schon, dass die Nadel wirklich fleißig am Tanzen ist. Das heißt, der Kompressor komprimiert nahezu durchgehend an allen Stellen, dadurch, dass ich ihn halt so eingestellt habe mit einem Threshold, dass er schon bei der lautesten Stelle 10 dB komprimiert und dann entsprechend natürlich bei den leiseren Passagen auch immer schon im Pegelreduktionsmodus drin ist. Dagegen die zweite Spur mit den zwei Kompressoren, die hören wir mal dagegen und achte mal auf die beiden Nadeln von den Kompressoren, die hier hintereinander geschaltet sind. Ich lasse es mal laufen und gehe dann mal mit der Vergrößerung auf die beiden Nadeln, aber du wirst es sicherlich auch schon so sehen. Also nochmal von vorne, jetzt mit zwei Kompressoren. Männer reden gerne schlau über Aktien. Nicht weiter verwunderlich bieten doch die hochkomplexe Finanzwelt und ihre nur schwer zu durchschauenden Gesetzmäßigkeiten vielen Angebern immer noch exzellente Möglichkeiten, um reichlich Schaum zu schlagen. Wie man schon sehen kann, die Nadeln tanzen deutlich weniger. Das heißt, beide Kompressoren müssen insgesamt weniger arbeiten, ergänzen sich aber sehr gut. Und man hat aber den Eindruck, und das werde ich dir jetzt gleich nochmal zeigen, dass die Arbeit mit den zwei Kompressoren insgesamt ein lauteres Ergebnis und auch ein gleichmäßigeres Ergebnis zutage fördert, als das mit dem einzelnen Kompressor. Und ich schalte jetzt mal hin und her, einfach zwischen den Spuren. Und falls du das auch mal machen möchtest, kannst du gerne auf meine Homepage gehen. Unter recordingblog.com kannst du dir alle Spuren runterladen und kannst dir die dann, das sind zwei WAV-Files, die das eine heißt ein Kompressor, das zweite heißt zwei Kompressoren. Die legst du in deiner DAW an. Brauchst du auch kein Logic für, wie ich das jetzt hier habe. Ist egal, welche DAW du hast. Machst bei beiden den gleichen Startpunkt und kannst dann auch zwischen den beiden Spuren hin und her schalten und einfach mal hören, wie der Unterschied ist. Achte dann mal darauf, wie stark komprimiert wird bei der Einzelkompressor-Variante und wie gleichmäßig und vor allem, wie viel einen kleinen Tacken lauter das Signal rüberkommt, obwohl ich hier im Prinzip keinen Unterschied in den beiden Spuren hier eingestellt habe. Das ist alles gleich, nur eben mit zwei Kompressoren einmal eingestellt und einmal mit einem Kompressor. Also von vorne. Männer reden gerne schlau über Aktien. Nicht weiter verwunderlich bieten doch die hochkomplexe Finanzwelt und ihre nur schwer zu durchschauenden Gesetzmäßigkeiten vielen Angebern immer noch exzellente Möglichkeiten, um reichlich Schaum zu schlagen. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Sie wollen doch auch ein Mann von Welt sein. Es gibt selbst zu diesem schwierigen Thema ein paar gute Floskeln und Phrasen, die finanztechnische Ahnung simulieren und effektiv einstreubar sind. Lässig gebrachte Zitate wie »Kaufe, wenn das Blut auf den Straßen fließt« positionieren sie als eiskalten Renditeguru. Also es ist natürlich subtil und man muss ein bisschen drauf achten und so weiter, aber wenn du dich ein bisschen drauf konzentrierst, wirst du wirklich sehr schnell feststellen, dass das Signal mit dem einen Kompressor doch ein kleines bisschen mehr zu hüpfen scheint und nicht so gleichmäßig vorgelesen klingt in der Lautstärke, also schon ein kleines bisschen unruhiger wirkt als das Signal mit den zwei Kompressoren. Und so ist es natürlich nicht nur bei vorgelesenen Texten, so ist es natürlich auch bei Musik. Das heißt, wenn du Gesang zum Beispiel hast, der ja auch sehr dynamisch sein kann, da ist es einfach so, dass du mit zwei Kompressoren, die bei weitem nicht so starke Sprünge und Wege machen müssen, also Kompressionssprünge machen müssen, um das alles aufzufangen, dass einfach zwei Kompressoren deutlich charmanter und organischer arbeiten als ein einzelner. Damit sollte die Frage hoffentlich erklärt sein und du gönnst dir demnächst auch mal zwei Kompressoren hintereinander, weil kostet ja nichts außer ein bisschen CPU-Power, aber das Ergebnis ist einfach deutlich, deutlich besser. Auch wenn man alle anderen Knöpfe gar nicht angepackt hat, ist es trotzdem schon ein besseres Ergebnis, einfach mit zwei gleich eingestellten Kompressoren zu arbeiten, die jeweils nur einen Teil der Kompression übernehmen, anstatt mit einem einzelnen. So viel dazu und wir gehen jetzt mal rüber zur Frage der Woche. Also los geht's. Also ich finde, der Unterschied ist durchaus hörbar. Das Signal mit zwei Kompressoren klingt einfach deutlich entspannter, organischer und klarer und dabei auch noch lauter als das mit dem einen Kompressor. Und außerdem verliert man ja nichts. Ne? Man muss nur ein bisschen CPU-Power mehr einsetzen, aber davon hat man ja heutzutage im Rechner auch deutlich genug. Kommen wir zur Frage der Woche und die kommt heute von Safredo und der fragt, hallo Jonas, vielen Dank für die Videos. Mich würde eines kurz interessieren. Du hast am Rande erwähnt, du würdest normalerweise nie normalisieren. Wir haben früher alle Signale, so gut es ging, normalisiert. Aus welchem Grund nicht?
Früher war es ja so, dass man den Rauschabstand möglichst gering halten wollte, also den Abstand zwischen der leisesten Stelle im Signal und dem Rauschpegel, den normalerweise die Wandler mitbringen oder den man sich bei der Aufnahme normalerweise einfängt. Wenn wir heutzutage mit 24-Bit aufnehmen, dann ist der Rauschabstand im Prinzip überhaupt kein Problem mehr. Das heißt, selbst wenn du ein leise aufgenommenes Signal hast, dann wirst du kein Problem mit Rauschen kriegen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, kannst mal hier klicken, da wird erklärt, warum man mit 24-Bit heutzutage aufnehmen sollte. Das aber nur am Rande. Am Ende des Tages ist es aber so, wenn ich in meinem Mix, also wenn ich ein Mixfenster, ich bereite den Mix komplett vor, habe alle Spuren anliegen und so weiter, wenn ich jetzt alle Spuren normalisieren würde, dann würden die ja alle an ihrer lautesten Stelle auf Null gezogen. Normalisieren ist ja das, dass du das komplette Signal nimmst, der analysiert das komplette Signal und die lauteste Stelle zieht er dann im Pegel nach oben, bis die auf Null oder je nach minus 1 wahrscheinlich geht, je nachdem, was du einstellst. Auf jeden Fall wird der Pegel von allen Spuren dann angehoben, sodass die alle möglichst nah an die Maximalpunktzahl, würde ich gerade schon fast sagen, an die Maximalzahl von 0 dB rankommen. Das heißt, alle Signale sind furchtbar laut. Was passiert im Mix, wenn du anfängst, deinen Mix zu machen? Man guckt ja, dass man seinen Mix ungefähr bei minus 18 bis minus 15 dB ungefähr einfängt. Das heißt, du musst erstmal von allen Kanälen die Fader alle mächtig runterziehen und hast dann am Ende des Tages ganz wenig Platz, nur die wieder hochzuziehen. Weil wenn die Signale alle so unfassbar laut sind, dann kannst du den Fader natürlich in dem einzelnen Kanal nicht mehr hochziehen, mit dem Ergebnis, dass du eigentlich jetzt ein Gain Plugin wieder reinladen müsstest, um erstmal den Pegel abzusenken, um dann einigermaßen Faderweg zu kriegen. Weil, erinnere dich, schau mal auf deine DAW und schau mal auf die Fader von deinem Mixer. Im oberen Bereich, so die ersten 6 bis 10 dB, da hast du richtig viel Platz. Und im unteren Bereich wird der Faderweg dann immer geringer. Das heißt, du kannst weniger feinfühlig dosieren den Fader. Und das passiert halt, wenn du normalisierst. Wenn du alle Spuren normalisierst, dann musst du erstmal alle Fader runterziehen und bewegst dich mit allen Federn unten in diesem relativ grob aufgelösten Bereich, kannst du also bei weitem nicht mehr so fein dosieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich nicht normalisiere. A, Aufnahmen in 24-Bit machen keine Probleme mehr mit dem Rauschen. Zweitens, der Faderweg ist, wenn die Signale insgesamt ein bisschen leiser aufgenommen sind, einfach deutlich angenehmer, speziell bei Logic, wo man noch nicht mal die Größe vom Fader einstellen kann. Das ist also auf jeden Fall rein praktisch auch gedacht an der Stelle. Und wie gesagt, wenn ich einen sehr konservativen Mix-Level haben will, dann dürfen die Signale eh nicht zu laut sein. Es lohnt sich also sowieso nicht, die zu laut zu machen. Das Einzige, wo ich wirklich normalisiere, ist, wenn ich ein Signal so leise aufgenommen habe, dass ich die Wellenform schon quasi gar nicht mehr im Display sehen kann, es sei denn, ich muss sie so groß aufziehen, dann normalisiere ich hin und wieder schon mal die ein oder andere einzelne Spur. Aber wirklich nur eine einzelne Spur oder wenn ich wirklich zu stark aufholen muss, zum Beispiel wenn ich den Kompressor einstelle und ich muss das Signal, was in den Kompressor reingeht, weil es zu leise ist, zu sehr anheben, dann mache ich das lieber direkt in der Spur, normalisiere ihn kurz einmal durch und dann habe ich da einen Ausgangspegel vom Signal, der notwendig ist. Ansonsten normalisiere ich in der Regel nicht, aber die Frage ist, normalisierst du da drauf? Hast du eine Angewohnheit, alles durchzunormalisieren und hat das Vorteile oder vor allem Nachteile, die ich vielleicht gerade angesprochen habe bei dir? Oder normalisierst du auch nie und sagst, nee, das hat mich noch nie interessiert, ich mache das einfach so, wie es reinkommt und fertig. Schreib es mir mal unten in die Kommentare, schreib es uns unten in die Kommentare, denn die Recording-Blog-Familie lebt ja auch davon, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, untereinander austauschen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, von dir zu lesen und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yassou!